Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Crystal Chronicles. Wir spielen mal wieder eine wahrscheinlich etwas dickere Session für euch. Und wie jedes Mal, wenn ich gerade ein Intro mache, so schön flow bin, ist der Wahnsinn. Das Knaller. Hi. Wen haben wir denn diesmal? Oh. Aber der ist manchmal recht wichtig. Jetzt habe ich aber genug. Aber nicht doch, junges Fräulein. Dein liebliches Gesicht ist ja vor Wut ganz faltig verzerrt. In den Tiefen des Vulkans ein riesiger Kristall. Als nächstes eine Quelle des Myrrhetau am Rande der Meere. Ist das nicht traumhaft? Dann träum alleine weiter. Von deinen Lügenmärchen haben wir genug. In unserem Wagen fährst du nicht mehr mit. Ha, ha, du bliebst zu scherzen. Ich kann auch überhaupt nicht identifizieren, was der für eine Rasse darstellen soll von den vielen, die wir kennen. Das würde ja meinen Tod bedeuten. Über so etwas macht man keine Witze. Ich weiß, welche zwei Rassen er nicht ist. Von wegen, such doch deine tolle Quelle, bevor dich das Miasma frisst. Puh, wir sollten das Thema wechseln. Du hörst dich schon an, als wäre es dir ernst. Und ob es mir ernst ist? Dann lassen wir die Myrrhe-Quelle und suchen nach dem legendären Wüstenschatz. Du bleibst hier! Sehr gut. Man sieht. Nun wartet doch! Oh, ihr da drüben! Oh no. Wir retten. Skeeter. Skeeter, wähle. Ich hab nichts gesehen. Oh. Das sag ich auch nicht. Ich hab nichts gesehen. So ein Dummschwätzer. Man sieht, dass sie sichtlich erregt sind mit ihren spitzen Kopf. Er hat von einem Wüstenschatz gesprochen, wenn man da ein bisschen reden. Ja. Money, money, money. Ja. Vielleicht ist er auch auf irgendeinem scheiß Shit, das möchte ich jetzt wissen. Ich verbitte mir diesen ungehobelten Ton. Der verkauft den Shit aus. Das müssen wir denn erst erfinden. Gestatten Gardi. Bis zur nächsten Karawane, wenn es genehm ist. Oh, wie wäre es mit einem Gedicht? Nein. Das ist aber wichtig. Der König der Stachel, von allen der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Oder war es die Königin? Königin, Stachel. Ach was, ob König oder Königin, das macht doch keinen Unterschied. In das Tagebuch eingetragen. Ich habe schon 28 Erinnerungen. Yo. 18. 18. 28. Ja, wir haben viel gesammelt in den letzten 15. Ich gehöre schon langsam zum Ende hinterher, ey. Ah. Gefährlich. So, aber ja, das Gedicht merken wir uns ganz doll, solange bis wir wirklich in der Wüste abkacken. Ich sag dir, irgendwann komme ich von der Arbeit und dann sitzt du schon hier. Ach so, also, wir wollten ja. Warum sollst du dir Sorgen machen? Celepation. Später. Wir machen erstmal so ein bisschen Sightseeing da oben. Irgendwann gehörst du zur Wohnungsdeko. Im Fuß, nicht, dass ich koche. So. Boah, da darf ich wieder so viel schneiden jetzt gleich im Fuß. Vielleicht. Deko kocht nicht. Deko ist nur. Geil. Ich hab dir vorhin Abendessen gemacht. Ich brauch nur so einen kleinen Platz, eine Kaffeemaschine. Ey, könnt ihr euch im Laufen streiten? Und ich lauf doch. Du meinst, wir im Laufen erregen? Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht wieder einer Karawane beitreten sollte. Großvater und ich, wir gehören beide derselben Karawane. Ja, mit eurem Bart. Wir haben beide den längsten Bart im Dorf. Ich hab dir Abendessen gemacht, sei lieb zu mir. Kundschaft, so. Endlich! Das Leben ist hier so eintönig, dass ich bald verrückt werde. Oh, cool. Ich weiß gar nicht, wie ein Dieb aussieht. Ich habe ja auch noch nie einen gesehen. Warte, ich komm zu dir. Du kannst einen sehen. Da, hier. Ich drehe mich auch im Kreis für dich. Meine Mama sagt, das ist in Ordnung. Zwei Äpfel sind angewachsen, die kannst du nicht klauen. Die Arbeit auf den Feldern ist anstrengend, aber das Stadtleben reizt mich überhaupt nicht. Ja, das ist ja gut. Ich bin verdammt schwierig. Alter, was ist los hier? Geht's hier wieder raus? Nein. Geh los! Ich bin aus Alphitaria entsandt worden. Das Essen hier, was? Das Essen ist hier einfach fabelhaft. Ich werde hier geradezu gemästet. Wow, schön. Einer hier im Dorf wird Tag zu Tag dicker und das finde ich sehr verdächtig. Okay, tschüss! Ihr seid alle nutzlos. Das ist ein Bauerndorf, das wird bestimmt täglich auskommen. Kühe! Ja, und ich will Kühe streicheln. Ich glaube bei denen. Natürlich ist Balsam für meine Nerven. Mein Bein weiß. Ruhe im Stall!
Mein Mann weiß das Leben in der Großstadt gar nicht zu schätzen. Ich will wieder zurück. Ich und meine Brüder werden den Apfel die Ding festmachen. Ist mir egal. Ich hab einen Apfel. Ich sollte gehen, oder? Ja, warum klaust du auch Äpfel? Weil die lecker sind. Also sie haben vorne auszustopfen, damit es auch größer aussieht. Nein, das würde auffallen. Es gibt jetzt einen weiteren Stempelkupo. Yay. Oh, eine Kupo-Folge. Wut, wut. Moment, Kupo. Tschüss, Kupo. Okay, tschüss. Ah, ja, hier kann man die Weile. Ich will Kühe schubsen. Hallo, Kuh. Hallo, Kuh. Kann ich dich mitnehmen? Ich will dich melken. Meine Mama sagt, das ist in Ordnung. Ich vergesse in letzter Zeit. Ich bin gleich soweit. Wie meine Kühe heißen, weiß ich noch. Ach, das ist ein Typ. Ich dachte, das ist eine verkleidete Kuh, ey. Ich will eine Kuh klauen. Dass die Leute so vergesslich sind. Ich will sie melken. Wenn mein Mann doch auch mal an etwas anderes denken würde, als an seine Kühe. Du weißt, was hier für eine größere Stadt ist auf dieser Seite. Warum sind sie wohl alle so vergesslich? Ja, der sagt hier nicht. Doch, auf der Seite schon. Nein. Auf der Flussseite ist meine Heimatstadt. Nein. Doch, das ist richtig, Lars. Flussseite, nein. Ja, nur der Miasma-Strom liegt dazwischen. Richtig. Und das Schwatte da? Das Schwatte ist ein Bulle. Tierwillig hat der knallt, der knallt die ganzen Kühe. Konnte man sich... Ich weiß nicht, konnte man Viecher kaufen? Ich glaube, du konntest Viecher kaufen, weil du Viehherde bist. Nein, nee, der Schmied. Ach, der Schmied, der ist nochmal Viehherr. Viehzüchter ist hier Marius. Marius. Da muss der Viecher. Hier gibt's echt keinen Schmied, oder? Ich glaube nicht. Wir können das hier können oben sein. Weg hier. Ja, entspann dich. Du brauchst nicht zu essen. So. Warum gibt's hier kein Schmied? Hat der dich gerade dick genannt? Habt ihr etwa Angst, dass ich fett werde? Ich pflege und hege mein Getreide, als sei es mein eigenes. Das Kiel wird wohl nicht schmieden. Aber ich finde das witzig, dass die. Guck mal, ich finde das witzig, dass die mehrere Kristalle haben. Ja, brauchen die auch. Leute, schaut doch mal auf die Karte. Ich weiß. Ich kann nicht lesen. Nochmal zurück, ich will ein paar Äpfel mitnehmen. Ja, scheißegal, ey. Ich will ein paar Äpfel mitnehmen. Das Tagebuch eingetragen. Was hast du denn da reingeschrieben? War im Bauerndorf. War ein Scheiße. War ein Scheiße. Haben nicht mal einen Schmied. Habe Äpfel geklaut. Ja, nein! Du bist die Einzige, die was gekauft hat in der Scheißstadt! Irgendwas machst du verkehrt! Moment mal, habt ihr nicht Mithril-Fäustlinge gekauft? Nein. Nein, die habe ich eben abgeschmissen. Ach so. Ja, und stimmt, ja, wow, ich habe eine Skizze für eine Mithril-Panzer gekauft und konnte sie nirgendwo schmieden. Bist du da? Ja. Weißt du, was, aber du hast was gekauft, aber hey, Fun Fact: Auf dieser Küstenseite gibt es auch keinen Schmied, auch nicht mit der Hauptstadt. Es sei denn, wir waren zu dumm, den zu finden. Nee, ja, haben die nicht. Die haben keinen. Wow. Dein Volk ist ja zum Schmieden da, was ist los mit dir? Wir kaufen unsere Rüstung vor dem Geld. Das sind wieder so Fische. Wir sehen so ein bisschen aus wie Metroids, oder? Each and every gust of wind is born. I wonder why the wind here chills my face. It must have been born just moments ago. Gönn dir! Across the land, growing warmer with each memory it gathers. The wind then plays its part by carrying those memories everywhere it goes. Einmal mit Profis arbeiten. Ich wollte gerade sagen, ey, in jeder Folge denkt er sich einfach nur, was sind das für Idioten, die ich mich eingeladen habe. Mich hat niemand eingeladen. Ich das ist das Fun Fact. Das macht's nicht besser. Sorry, das bist du aber dann in dem Sinne selber schuld. Celepathion. So. Sich selbst nicht heilen, brauchst wieder. Keine physischen Attacken benutzen. Viele Schaden zufügen. Viele Schatztruhen öffnen. Feuer! Madame war wieder hier. So. Keiner mag Petzen. Rechts um. Ich kann Eis fahren, ich kann Eis zaubern. Darf ich keine physischen Attacken machen? Geil, das sind jetzt hier. Lars, aber. Das ist denn hier? Das da war nochmal Eis. Das ist sowieso. Das ist für Feuer. Keiner Bock auf Eis. Ich müsste erst mal einen Zauber kaufen. Cool. Moment, Blitz kann ich nochmal wegschmeißen. Ernsthaft, ich habe beides ausgerüstet. Ja, dann macht das automatisch, wenn das noch frei ist. Ja, ich dachte aber eigentlich, dass ich das nicht habe. Blitz ablegen. Umstände.
Vita! Blitz ablegen. So, aber wir können Eisgar versuchen zu casten, wenn du Bock hast. Haben wir noch ein Eisgar? Nein. Vita. Das Vieh unterbricht mich, das ist verhindert. Ich will Heilung brauchen. Money makes the world go around. So, oh Gott. Ja, ein Käfer. Das üben wir nochmal. Aber der mag kein Eis, wie es aussieht. Normalerweise kloppt man nur länger drauf rum. Oder wir sind mittlerweile einfach über. Ich bin ein Caster. Warte, geht's hier weiter? Ja. Durch. Das ist halt jetzt wieder so ein scheiß Höhlengang wie die Mine. Ja. Du läufst da lang, läufst im Kreis in eine Sackgasse. Ich hatte sogar gerade hier das Ding für den Einhornkäfer drauf. Datenblatt. Ja. Sag ich ja das Ding. Boah, nee. Ja, wir brauchen jetzt einen. Oh, fuck. Guck, da ist das. Ich weiß nicht, was es getan hat, aber ich stehe hier. Ja. Das, ja. Wie ist das du? Weißt du, du hast dich nicht mitgeheilt. So, geht das jetzt? Geht jetzt. Was ist hier los? Oh, hallo. Noch mal ein Vita, sehr nice. Warte, ich muss kurz was ändern. Ja. Dann, nee, warte, ich könnte mich ja bei der Herz. Wir sagen, der Rettler mit. Gegner, back. Und fähig. Ja, ich lasse den Gegner extra für dich leben. Ja, bitte. Ich habe den Bonus, ich muss schon zufügen. Ja, dann würde ich mich beeilen. Du zielst irgendwie mehr mit deinen Zaubern. Du bist nicht so. Huah! Hauptsache ich spam den Cast! Dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, instinktiv einfacher mit den Zauberkombis. So ist es mir zumindest vorgekommen. Klick, klick, klick. So. Ja, okay, alles klar. Ronaldinho hat Linksgegner. Der spult jetzt hier gleich raus. Vielleicht. Ja, erst wenn wir dran vorbeirennen. Ja, der spult nämlich noch. Was ist mit dir? Zu viel. Ach, ja, ich rede mit euch. Nee, sorry, ich hab gerade was eingeworfen. Das ist super. Ich hab Doppel-Eisig gemacht. Ja, genau. Echt? Ein 2? Ich weiß nicht, ob das verstärkt wird. Ich hatte nicht gerade plus 1. Nein. Ich weiß nicht, wie die zwei das letztens gemacht haben. Was denn? Die spammen einfach den Zauber und hauen da Eisgar raus. Ja, du musst halt, das ist das Komische, du musst das asynchron machen. Du musst das asynchron machen, aber du darfst... Also du lässt zu schnell los. Wenn du diesen Ring bei mir siehst oder hörst. Oh, fuck off, man! Ja, gib ihm. Du musst nicht auf mich warten. Ich hab mal Penis aus Stein bekommen. Wenn du diesen Cast-Ring-Shit bei mir hörst, musst du nicht schnell, fuck, der castet, loslassen, sondern musst ein bisschen abwarten. Okay. Und dadurch, dass
dadurch, dass Marius und mein Gameboy. Okay, vergiss es. Dadurch, dass Sebi und Marius. Links, rechts. Mir scheißegal, du hast den Kelch. Du bist das Navi. Dadurch, dass Marius und Sebi halt einfach voll nicht darüber nachgedacht haben, das gleichzeitig zu machen, haben die halt entweder. Ich bin jetzt raus. Oh fuck, ich bin hier näher. Ja, ich bin einge. Versteinert. Geil. Wir hatten den zweiten Beta. Aber ich bin noch eingefroren. Boah, Junge! Alter! Dauerstunt! Ich bin aber auch mal eine Heilung vertragen. Ja, ich versuch das gerade die ganze Zeit, ey. Ja, ich bin doof. Ich bin die ganze Zeit gespammt, ey. Awesome! Boah, die Basilisten müssen platt. Bin ich eingefroren und fast down. Dude! Wieder eingefroren. Ich komme aus dem Versteinert nicht raus. Ja, ich weiß, das ist so eine. Ich versuche mich gerade drum rumzuschlängeln. Wo hast du gerade deine Vitas hin? Ich versuche gerade die Vitas auf ihn zu hauen. Ja, ich brauche Vitas zum Beispiel. Oh Gott! Womit? Wir haben keinen verfickten Engel. Oh, Phönixfeder kann ich gar nicht aufrichten. Oh, die Viecher sind tot. Ja. Auf die hing ich nämlich die ganze Zeit. So, jetzt ist der Metroid eingefroren. Schau mal, Eis. Ach, der Dicke friert auch ein. Ja, das ist richtig. Ich krieg mal Blitz. Fotzen, stirb! Dreckiges Mist hier, ey. So, hat irgendeiner eine Feder? Ja, ich bin gerade dabei. Geil. Ey, Lars, komm mal mit. Yay! Danke, Val. Wow. Jetzt geht los bei dir, Lars, ja? Ja. Jetzt ein gutes Benehmen, das kriegst du. Gibst du mir direkt nochmal ein Vita? Ja, Lars kann auch was brauchen. Er schwimmt gerade weg. Gib dem Viech. Tot. Geht doch. Boah, ich hasse diese. Putz. Get stunned, Fotze. Oh. Ja, ich mochte das Level nie großartig. Auch wegen dem Aufbau. Also hier gibt's zwar, ohne Scheiß, hier gibt's zwar krasse Ringe. Klasse. Das ist ein Elementbrunnen. Hier gibt's zwar krasse Artefakte, das weiß ich. Aber ja. Aber ich hasse diesen Aufbau. Guck mal, ein Foto auf die Karte. Ich kann sagen, du musst noch nicht. Ich hab wieder eine Daten, ne? Hier geht's nochmal, ne? Ich hab eine Karte. Cool. Aber ganz im Ernst, die ist. Also hier gibt es halt sehr viele Stockwerke. Stehe ich auch nicht so drauf. Ach, diese blöden Metroids. So. Miko. Wieder so ein Scheiß. Du hast jetzt zu lange gewartet. Ich bin verstanden, wie du das gemacht hast. Ich habe eine Strategie. Angriff! Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Dann nehme ich das da halt. Und direkt ausrüsten. Ich will mit Feuer gegen. Aua! Dieser Pizza. Hey! Kannst du
aufhören. Blödes Tier. So, da oben liegt übrigens Feuer. Ich hab Vita und sein. Ich bin voll ausgerüstet. Heb's einfach auf, Frau. Ist ja egal. Schau mal, da ist Eis. Voll geil. Ich will Eisring, ich brauch das nicht. Ich nehm's einfach mit. Ja, hier oben ist irgendwo noch ein Nupsi. Gay Kiste! Deutsch. Angriff, glaube ich. Nö. Abwehr. Mitkommen. Ein verfickter Gameboy. Ich brauch da echt was Neues. So, schaut mal, da unten sehe ich noch einen Querpass und einen kleinen Gang. Kommen wir da her? Nee, tun wir nicht. Gibt's hier was Geiles? Ja, Gegner. Nö, nicht im kleinen Gang. Doch, Sparta! Hast Feuer, hast Gemach, mag Eis. Was? Von denen? Just Give Us. Oh, mag Eis. Ah, alles ja, Feuer. Das fliegt ja auch ein. Ja, das ergibt sich. Boah! Ja, mach die mal auf Sparta. Da war das Blitz. Wie hat sie, wie sagt ihr euch gerade vom Gift befreit? Keine Ahnung. Das gibt jetzt nach einer Zeit mal. Da ist ja die ganze Zeit dagegen. Hey, du fettes Bist du? Wo heißt ihr rum? Oh, Mann. Das Krallen, okay? So, schauen wir mal ein bisschen nach rechts, bitte. Hier unten ist weiter so ein Quergang. So ein Gedönse, dem würde ich gerne folgen. Hier unten. Hi. Ja, wenn die Gegner gerade kommen. Ja, genau. Ich stelle mich dahinter und komm und wir müssen dieses kleine Gistding erstmal aufnehmen, bitte. Ja, geil! Heil die Qualle! Nice. So, da unten ist nämlich so ein, da ist nämlich noch so ein, so eine Lars. So eine mega auffällige Sackgasse. Da ist doch bestimmt eine Kiste. So sackgassig ist es gar nicht. Wow, okay, es ist eine Zonengrenze. Gehen wir mal durch. Da und ja. Ja, Giga ist fast Feuer, mag Eis und alles. Du bist die Einzige mit Feuer aus der Truppe, ist dir bewusst? Ja. Wir haben noch ein paar von denen, also. Ja, warte. Und noch ein Gigas. Zwei Gigas. Oh, die Qualen müssen platt. Gott, oh, Vita. Oh geil, ich hab das erste Mal im Spiel. Ich hab das erste Mal im Spiel effektiv mein Schild eingesetzt. Ansonsten wäre ich, glaube ich, ein bisschen kassiert. Nochmal anzünden. Wird das keine Ausdruck? Alles okay. Oh! Das war doch verfickte Tactics. Mein PC hat mich abgelenkt. Aber ich habe jetzt zum Glück die Feder gehabt. Jo. Ich habe die Karte übrigens nicht mehr. Ja, ich hab die Karte. Ja, ich hab vor uns drei Gegner. Ich habe einen ganz komischen Radar, ich weiß nicht welchen. Hier ist irgendwie so ein. Nee, geht sie. Oh doch, das geht runter. Alle rein. Alle rein. Alle rein? Er hat sich bewegt. Und jetzt? Passiert nichts. Können wir irgendwie. Aha! Waren anscheinend doch nicht alle drin. Das sah aber so aus. So, jetzt können wir hoch, da ist die Kiste und runter geht's auch.
Probieren wir mal ein bisschen Eisgar. Carsten, Alter, ich werde hier verprügelt. Ich weiß, ich. Aua! Ich hab doch verprügelt. Ich sag echt, das Level ist der totale Abfuck. Die Kameraführung ist auch geil. Alter. Darf ich mal? Danke. Oh, Eisenpanzer, wow. Beste im Level nebenan, Mithril in Arschstoff wie Sau. Kiste auf, Eisenpanzer. Boah, was castet der Magier von denen mit dem Shit? Hallo Mithril. Was? Du bist voll der Mithriger, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich setz grad Vita ein, es heilt euch alle Ding, vier. Ich hab das Engel. Ding angeguckt und war tot. Interessant. Scheiße, warum connectet dieser blöde Gameboy alle 5 Minuten neu? Ja, ich würde gerade geh weg. Eis auf den blöden Käfer. Putz! Komm rein! Ja, cool. So, jetzt schmeiß mal eine Runde Vita, bitte. Ich zieh die ganze Zeit Vita! Vita! Und er, nein, ich mach Eis. Da unten sehe ich, oh guck mal, da ist eine Bimmel. Nee, warte mal. Nee, nein, das Tor kriegen wir so nicht auf. Wir müssen irgendwas anderes tun. Oder statt das vielleicht irgendwann mal auf. Ja, nee, wir müssen irgendwas, wir müssen hier in dem... Hier ist eine Treppe. Geht's aber. Oh, schon wieder so ein Ding. Du wartest, denk einfach nicht nach. Aufeinander und denk einfach nicht nach. Hatte ich ja gerade auch nicht. Denk einfach nicht nach. Das ist nicht das Beste. Eisenhaube, da kann ich gebrauchen. Nein, das Juckes können. Hab ich schon. Platten, Klaffert, Haube, Jucke, Liltis, Fäustlinge, Selkis, Riemen. Ja, ist okay. Das ist ziemlich warm. Was ist denn nur mit dir? Hey. Dieser Gameboy zickt einfach immer wieder. Oh ja, hier müsst ihr. Wie ging das nochmal? Die wollen gleichzeitig, glaube ich. Bams! Einfach alle drei gleich. So machen wir die Tore auf. Ja, so ungefähr. Können wir bitte stopp, nicht reinrennen. Nicht reinrennen. Wir machen das hier ganz entspannt. Ja. Mist, den Apfel wollte ich eigentlich nicht fressen. Ja, wow. Mit dem Tor Carsten. Ist wieder super. Aber nicht, genau. Den werfen und dann Eisrad drauf. Ja. Oder Blitz. Hat jemand eine Karte? Was ist da unten links noch so? Ja, da unten links ist nichts mehr so wirklich. Oh Mann! Das geht mir so auf den Sack. Jedes Mal ist dieser scheiß Gameboy am Laden. Ja, ich mach eh nichts, bin gerade eingefroren. Tut mir leid. Fühlt sich der Schiff einfrieren. Aber beim letzten Mal, wo ich dabei war, hatte ich den ja auch. Das ist echt. Den musste ganz still halten, quasi. Aha. Also hier links habe ich nichts auf der Seite. Gut. Vier Gegner. Oh Gott. So, ey, was mit Eisgar? Und der Caster rennt erstmal in die erste Reihe und holt sich voll die Backpfeife ab.
Und mein Gameboy connected wieder. Wir werden so sterben. Können wir es mal koordinieren? Ja, Lars ist tot. Ja, Engel ist gerade auf dem Weg nach oben. Okay, ich bin zumindest bin ich wieder. Mutter. Und ich stehe in Angriffsposition in der Mitte. Alright, dann mache ich jetzt weiter. Super nice, stehe ich voll drauf. Ich bin weg. Boah, dieses. Ich nutze dieses Ding nie wieder! Ja, irgendwie geht das. Ja, das geht auch mit Vito. Ja, genau. Wenn ihr entsprechend im Wirkbereich steht, alles kein Problem. So, was ist da oben los? Muss man vielleicht hingehen. Da oben ist wieder Gebietsgrenze. Ja. Ich tippe mal auf Boss. Wenn wir sehen. Ehrlich gesagt, haben wir noch nicht genug Scheiße am Hacken gehabt dafür. Es geht, ne? Ja, dem wir näher. Heißt nicht der Boss. Ich hab nicht die Gebietskarte mehr. Okay. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Ich. Und Link ist wieder raus gewesen. Boah, Alu, dein Gameboy ist kacke, wenn du das hier siehst. Ich verfluche dich. Ja, hier waren wir doch schon, oder? Ne, da oben waren wir. Genau, wir waren da oben. Sie sind auf der anderen Seite. Ja. Ist das der Wahnsinn, Mann? Da geht ein Gang lang. Wenn wir hier rechts weiter runtergehen. Das Komische ist, der Gameboy, der disconnectet ja nicht, ne? Der lädt auch einfach ab und zu. Das heißt, wahrscheinlich. Was kann denn das sein, Mann? So. Kämpferwaffe? Ja. Ja, machen wir die Dinge, das müssen wir mal aufheben. Ja, oder vielleicht mal weitergeben für die anderen. Das meinte ich, ja. Scheiße. So lange gewartet, Kevin. Nee, ich bin scheiße. Versteinert. Das ist durchgegangen. Du sollst den Topf nicht nehmen, du sollst auch nicht laden, du sollst den Engel krallen. So. Da geht's noch weiter. Mein Klappert ist behindert. So. Der hat alle 5 Sekunden hat immer so gehirntechnische Aussetzer. Nö. Nee. Ja, genau. Weil du versuchst Feuer zu casten. Yeah! Das Ice-Team! Jetzt hat er den Ice-Team geklaut! Herrlich! Aber es ging beide auf ihn, ne? Es hat keinen Bonus gegeben, es ging aber beide auf ihn. Ja, irgendwie ist das. Also, du kannst Eisra und sogar Eisgar kannst du plus 1 und plus 2 casten. Das steht auch dann da. Hier wird es jetzt rechts rum weitergehen. Und links rum, beide Seiten. Links rum sind Gegner. Also, hier habe ich das Gefühl, waren wir schon. Links rum sind Gegner. Gehen wir da hin. Gegner als viereckige Nutzer. Nee, das ist Gebietsgrenze. Ach, das ist eine Gebietsgrenze. Ach klar, stimmt. Wenn du Karte hast, hast du gleichzeitig auch. Also hast du ausschließend keinen Gegner da. Ja. Hm. Jemand anders müsste irgendwie X auf der Karte haben. Ja, ich hab's. Mal gucken, was man jetzt hat. Ich hab nichts. Gar nichts. Ich hab auch nichts. Nee. Ich auch nicht. Jetzt habe ich wieder Punkte auf der Karte. Oh, jetzt? Ja, das lädt später. Jetzt habe ich die Karte. Da. Aber ich traue mich nicht, den Gameboy richtig anzuheben. Ja, da müssten wir rüber. Mit so einem Seil. Ding. Zug. Frau. Ja, ich hab's gemerkt. Wenn du Brain Art Card gehst, drück vorher Select. Ich wollte nur ein Stück vom Mikro wegrutschen. Ich war mit den Beinen wieder am Mikro. Jetzt schon diese. Und wieder Gameboy laden.
Stadt, weil da oben sind wieder Glöckchen. Glöckchen, Gegner. Geil, will ich. So, das ist toll, aber da waren wir, also da standen wir von der anderen Seite schon davor. Da wollen wir nicht lang. Warte. Ja, sofort. Gerade wieder. Ja. Ach so, der ist mal wieder Punkte, am Überlegen. Punkte sind wieder Kisten. Der ist mal, genau, der ist mal wieder am Überlegen gewesen. Wartet, wartet, wartet. Was wartet? Oh. Ja, ich. Ah! Dieser Scheiß. Ja, und Lars wieder eingefroren. Ja, auf Eisflächen oder Feuerflächen sollen wir auch, sollten wir auch nicht, oder? Das. Mitten im Kampf läuft dem einfach so ein Faden Sabber aus dem Maul. Scheiße, Mann! Gott im Himmel! Er stirbt, während mein Dieter durchgeht. War das die ersten beiden Folgen von der Session nicht so? Was ist denn los mit dem Ding? Geil, mehr Vita! Und nochmal Feuer. Ja, Feuer ist geil, will ich. Doch, ich komm gerade wieder nicht klar. Das ist schlimm. Geil, voll, voll. Was ist hier los? Kiste, Kiste! Platte. Geil, das ist so doch für mich. Platte ist Schild. Kassiert. So, was sagt die Karte, wenn der Typ gerade wieder nicht irgendwie sammelt? Ich stell mir das wirklich so vor. Da, guck mal. Nee. Kelch, die Richtung. Da links geht nicht weiter. Die Richtung heißt rechts. Also ich stelle mir das wirklich so vor, mitten im Kampf, Schwert erhoben und dann so. Zug gehört aus der Zeit. Was wollte ich da mal machen? Das ist der Wahnsinn. So, da rechts. Graue Punkte auf der Karte sind Kisten, oder? Es kann sein. Oder Gegner? So, daher kommen wir. Ja. Links. Ja, schieb mich mal, genau, wenn der gerade wieder dumm ist. Müsstest du dann nicht wie, wenn du Select drückst, einfach hinterher rennen? Nein. Nee, haben wir schon festgestellt. Hier waren wir schon überall. Alter, ich glaube, wir müssen wieder hoch, ne? Wir müssen wieder hoch. Boah. Ich sag doch, dass wir kommen. Ey, ey, Kelchmite! Ich sag ja, das Level ist der brachialste Abfuck. Das ist quasi. Also, auch wenn. So schnell, da die Quellen von Scheller, auch wenn da mehr Wasser unterwegs ist, aber das hier ist ganz einfach der Wassertempel. Haben wir schon rechts? Ja, wir müssen da wieder lang. Karte sagt, Sabberfaden. Karte sagt, links geht nicht. Karte sagt Sabberfaden. Karte, ich kann nicht lesen. Ich kann auch nicht auf die Karte gucken, während der sich neu connectet. Dann habe ich nämlich so ein geiles Fehlermeldungsfenster. Das ist so ein richtiger Windows 95 Gameboy. Sagt er denn, er kann nicht lesen? Ja. Kann ich lesen? Ja, ich habe gerade mal an den Batterien rumgedreht, aber ich glaube echt nicht, dass es daran liegt. Der ist einfach dumm. Ah, ich habe eine Karte. Man kann kein Problem, so wahrscheinlich. Ja, aber wir können jetzt rechts oder links? Na, Jungs, Leute. So. Also, sag mal an. Wir können rechts oder links? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir sind vorhin rechts gegangen. Links, ich kann sagen, wir waren hier schon, also wir müssen uns definitiv weiter nach oben irgendwie orientieren. Ja, dann hier. Folgt dem Sterbenden. Ja. Übrigens regenerieren wir auch im Kreis, also Schweine langsam, aber wir regenerieren, glaube ich, auch teilweise Herzen. Ja, ja. Gerade hast du es bei mir gesehen. Ja. Du musst also nicht für jeden Pixel Vita auspackt. Doch. Ich denke schon mal, das soll ich nur noch bei physischen Attacken. Was willst du? Mit Sabberfaden lang.
Vita Sprint. Genau. Vita Sprint, ey. Ich bin schneller als du mit dem Black. Ich kann alles. Ich mach jetzt Engel. Kazam. Hier waren wir. So ganz Okay, wir müssen hier weiter lang. Folgt dem Engel. Fire! Fire! Ein Haufen Behinderte. Ja. Mhm. Aber man kriegt halt nochmal Besonderes. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Ja. Oben ist Gebiets. Geil, da will ich hin! Da waren wir schon. Nein. Warum? Will das? Ja? Oben im Gebiet waren wir noch nicht. Da waren wir definitiv noch nicht. Los, prügel! Geh doch mal! Prügel! Prügel! Toll! Warte! 1, 2, 3! Ja, warte mal, bis mein Behinderter fertig. Entweder casten wir jetzt alle auf 3. Okay. 1. Oder ihr wartet, bis ich fertig. Und Boah, Jungs, ja, ganz im Ernst. Komm. Ey, das hat eben auch funktioniert. Prügelt einfach wie blöder da drauf. Los, prügel. Prügel, 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 prügel. Warte, mach. Warte. Weißt du, da halte ich einmal den Kämpfer. Du machst da unten und ich mach hier. Und go. Ja, mein Timing geht bei mir gerade gar nicht klar. Sie steht mit dem Kelch da und sagt, ich mach einfach. Da muss man drauf zaubern. Nein. Du musst auch auf Prügel. Pass auf, du machst. Wir ja. beide machen jetzt. 1, 2, 3. Boah, das muss die richtige Reihenfolge sein. Willst du mal mit aus dem Weg gehen? 1, 2, 3. Was liegt da vor? Aber ich treffe die auch nicht mehr, weißt du? Ja, die haben halt eine Abklingzeit. So, warte. Okay. Also entweder brauchst du eine Reihenfolge oder exaktes Time. Und jetzt! Nice! Timing. Ja. Das ist der Boss. Timing. Sowas wie. Ist der Boss? Müsste der Boss sein, glaube ich. Zorngrenze? Sieht danach aus, ja. Ja, okay. Also so ein scheiß Tor. Das muss jetzt der Boss sein. Ja, genau. Rennt alle nochmal vor, macht euch alle nochmal Schaden, bevor wir zum Boss gehen. Jetzt kannst du Vita für den Pixel machen. Ich war gerade nicht mal behindert. Ihr wart einfach nur wieder ungeduldig. Mir geht das Level auch auf den Sack. Wir wollen durch. Wir sind durch. Er hat schon lange. Das ist echt der Boss. Gott sei Dank. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, was das ist. Nee, kann ich auch nicht mehr sagen. Das Level habe ich einfach gemieden, jedes Mal. Ja, aber man kann ja auch Level malen, ne? Das ist das Geile bei dem Spiel. Ja. Mag ich nicht, meine ich. Also guckt euch das genau an, das war das letzte Mal. Wobei es kann natürlich sein, dass es hier Items gibt, die so einen Sinn so gibt. Oh Gott, nee, nicht der. Jetzt weiß ich es auch wieder. Den hasse ich. Der, wie hieß das Ding? Lindwurm oder so? Du hast es gemieden. Ja, aber man kennt ihn trotzdem. Ich kann sagen, warum weiß man wohl, wie soll man es meiden? Einmal hat das jeder durch. Ja. Gemacht. Das ist voll das, ich weiß nicht, das könnte in einem japanischen nicht jugendfreien Comic vorkommen. Möchtest du gerade sagen, das ist Hentai-Tentakel? Naja. Das hat viele Löcher. Oh. Viel Spaß beim Stoffen, du hast nicht golden. Ja, wer hat das Datenblatt? Ich hab einen blauen Bildschirm, aber ich hab eine Karte. Wow, wo müssen wir lang? Wir müssen erstmal die Metroids kaputt machen. Ja, er muss auf den Sabbern. Ja. Ich heile jetzt einfach schon durch. Ich spiele auch nicht. Aber der bleibt auch einfach da stehen und macht nichts anderes. Ich glaube, der ist. Also hat jetzt jemand das Datenblatt? Wie heißt der Fatzke? Okay, ich glaube Eisenmann. Ja, aber Heilung war jetzt echt nicht so deins. Warte. Der macht halt. Ja, Sven, die Scheiße! Der macht natürlich extrem Schaden mit seinem komischen Gewürze da. Ja. Ich hab Engel. Und er hat Sabber.
Nee, Vita. Ja. Ja, ich mach Engel, mach du weiter, Vita. Wo ist die Frau? Bewegen, bewegen, bewegen. Der frisst uns. Ja, na, genau. Gott. Scheißgegner, selten erlebt. Auch wenn er irgendwie, keine Ahnung, nichts tut. Ach, jetzt mal endlich. Hass, Eis, Mark Blitz, Hass gemacht, hinterlässt keine Lust mehr. Ich will wissen, wie es heißt, damit ich es beleidigen kann. Elektroqualle. Falscher Gegner. Need Heal. Engel, bitte. So, kannst du mir jetzt nochmal sagen, wie das Ding heißt? Elektroqualle. Die haben die geil gekriegt. Ja, und keiner wird geheilt, weil er einfach zu viel Schaden macht. Wenn du übrigens einmal auf den Bossgegner draufhaust, dann kriegst du auch, oder hättest du auch seinen Namen gekriegt. Der Kevin musste die ganze Zeit heilen. Das war der Minion! Stimmt, ja. Das ist Metroid-Ding. Die also, ganze Zeit! Wie heißt der Bossgegner? Elektrokolle. Nein, der Bossgegner. Elektrokolle. Aber Hauptsache, wir kriegen Wiebka hin. Du musst auch. Ja! Und es wird keiner geheilt! Doch, weil ich wird geheilt! Ja, du, aber wir nicht, weil wir voll im Strom gerade standen. Wir haben so gesehen unseren Schaden gegen geheilt und sind einfach am Leben geblieben dadurch zum Glück. Ja, so ein Heal over Time wäre mal ganz nice gewesen. Ah! Oh. Wie geil, ey. Weißt du, wir versuchen die ganze Zeit Eisgeil hinzukriegen und wir hauen einfach mal so einen Wiebgeil. Leute, siehst du, was das heißt? Wir sind durch. Ja, Mann. Ja, wir haben wieder ein Jahr überlebt. Beendet. Ein Jahr überlebt und diese Map wird für Ewigkeit erstmal jetzt gemieden. Boah. Aber falls wir irgendwann mal wieder irgendwelche Ringe brauchen. Ich sag dir, da gibt's nämlich ziemlich krasse Artefakte, das weiß ich noch. Ja, gut, okay, wir können darüber reden, wenn wir alle Mithril-Sachen haben. Jetzt kriegen wir nochmal, ne? Ja, einmal kriegen wir noch. Buddy, Buddy. Was kriegen wir einmal noch? Sachen. Ja, jetzt. Aber jetzt kommt erstmal wieder Post. Zeug. Oh, und genau. Post. Und mein Akku wird rot. Perfektes Timing eigentlich. Wenn er jetzt das Ende aushält. Was eine Aktion. Aber warum suchen wir uns immer die langen Level aus? Das ist, glaube ich, immer so. Dass das dritte auf der Karte das längste ist. Wenn wir das jetzt zum Anfang gemacht hätten, wäre das genauso lang gewesen. Das ist das nämlich. Ja, wobei Meme war. Deswegen sage ich ja, deswegen wir suchen uns das längste Level immer für den dritten Scheiß aus. Wo dann nochmal richtig kacke Party und Cutscene und ewig. Deswegen jeder. Mann, das nächste Mal einfach direkt beim ersten Mal. Wieder meine verdammte Mutter! Ist meine restliche Familie tot oder was? Meine Mutter. Wahrscheinlich. Bei uns allen. Meine Mutter hat mir auch wieder irgendwas mitgeschickt. Der Wind verriet mir, dass du in Scheller bist. So weit weg von zu Hause. Alle unsere Mütter werden spirituell. Oh, aber ich hab was dabei. Ich bin erfüllt mit Stolz, wenn ich daran denke, wie erwachsen mein Sohn geworden ist. Streifenapfel herausnehmen. Ja. Jetzt bist du schon so weit weg von zu Hause und mir. Wir vermissen dich ganz doll. Bist du auch nicht einsam? Geht es dir gut? Hast du auch keine Heimweh? Du bist einsam, du bist ganz alleine in der Gruppe. Ich kann jetzt schreiben, ich bin stark oder mir geht es bestens. Meine Mutter schreibt mir einfach mit Kommentar in Fum. Die Streifenäpfel aus Fum sollen besonders lecker sein. Genauso wie die Sternenmöhren und die Kürbiskartoffeln. Alles tolle Spezialitäten aus Fum. Mit unseren Äpfeln nicht zu vergleichen. Ja, meine hat mal wieder kopiert. Na, ja, manchmal ist das diese blöden Standardnachrichten. Werden Sie ihn mal. Werde meine Sie Mama probieren. Ist glücklich. Das haben wir schon gehabt. Das Wasser im Mal soll sehr gut gegen Falten sein. Aber auch sonst bekommt es dem Körper gut. Trinkentropfen. Trinkentropfen, ne? Keine Lust. Ja. Echt? Ich hab gesagt, ich probier das. Schreibt ja auch keiner aus deiner Mama. Das ist der Wahnsinn. Gemüse sein. So. Okay, ich bin wahrscheinlich jetzt auf Platz 1, weil ich keinen Schaden gewirkt habe, also keinen physischen. Weil du nur am Heilen warst. Heilen und Eis geben. Wer braucht denn hier noch? Keine Ahnung, okay. Der ist gerade. Nur den Mogri war auch am Sabbern. Ja, der ist sich gerade also am Einführen. Hat bestimmt gerade jeder. Oh, ein Apfel!
ein Gerstenkorn. Ja, der Behindi hat natürlich keine Schatztruhen geöffnet. Kabu. Sich selbst nicht heilen. Du hast sogar mehr Punkte damit gekriegt als ich letztens. Scheiße. Und ich hab andere geheilt. Wow. Was gibt's denn? Stärke plus 2 ist natürlich geil. Drachenjäger, Abwehr. Naja, Kommandospalte brauche ich eigentlich nicht. Was ist denn eine Kommandospalte? Ja. Warte mal. Tasche. Kennst du Kommandos? Kombinierst du eine Spalte. Oh Gott. Dritte Folge in der Session, alles Brain AFK. Mein Gameboy ist einfach nur am Sabbern, meine Freundin ist am Sabbern. Ja, da hinten ist nur noch am Rülpsen. Hey, mach fertig da, ich will Ende machen heute. Wuhu, Vita Feuer! Die Frau hat noch übrigens kein einziges Kommandospalten-Upgrade. Ich auch nicht. So. Aber ich hab mich dann nie gefühlt. Fug, Alter. Okay. Ja, wow. Magie plus 10? Abwehr 1 oder Abwehr 2? Such dir was aus. Ich nehme Abwehr 2. Oh, ich könnte mal Magie gebrauchen. Ich habe nur 13. Ich habe auch nur 12. Wenn ich in der nächsten Session mit den Jungs nämlich wieder Kombi-Zauber wirken kann, dann kann ist ich das dein Ernst? Ja. Wir haben fucking Vika gewählt. Ja, ihr so, Alter. Ja, ihr tippt ja auch. Es kommt ja auch gleich. Es kommt nicht auf das Timing an, es kommt auf die Person an, die das zusammen machen. Ja, richtig. Ice, genau. Ice, Baby. Talk with my dick. Ach ja, diese süßen kleinen Flügelchen. So, außer ich bin ein Horn. Ich hab keinen Bock auf Party. Wir smoken uns jetzt dick ein. Ist so, ein Smoke und die Titten. Dritte Jahr gibt es Neige, viele Erinnerungen, bla, bla. Das war wieder die Titten beobachten von der Schwester. Dorf IT City, viertes Jahr. Viertes Jahr, Alter. So, wir haben Erde, jetzt Wind, Feuer, Wasser, whatever. Werden wir eh wieder vergessen bis zur nächsten Session. Das ist die falsche Schwester, komm mit jetzt. Das ist Jays Schwester. Ist so. Ist egal. Lass mal meine Schwester in Ruhe. Was mit dir? Ich geh mit dir auf Reisen, wir kommen zurück und du gehst an meine Schwester oder was? Natürlich. Klar! Finger weg von dem heißen Teil. Das ist meine Familie. Oh, wow! So much incest. Auch dieses Jahr ist die Zeit des Abschieds gekommen. Habt ihr euch von euren Familien verabschiedet? Ja, hast du Jay? Kehrt von Zeit zu Zeit heim und zeigt euren Familien, dass es euch gut geht. Der Jüngling, von dem ich euch erzählt habe, hat schon lange keine Briefe mehr geschrieben. In seinem letzten Brief schrieb er von einem namhaften Ritter, den er angeheuert habe, um seine Gedanken in die Tat umzusetzen. Er hat wohl eingesehen, dass er alleine die Welt nicht retten kann. Nun ja, Freunde und Weggefährten sind wichtig. Begegnet ihnen mit dem nötigen Respekt. Lebt wohl. Gott zum Gruß. Peace out. Gott zum Gruß und Spaß. Aha. So, Leute, ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Das war ein weiteres Ende einer sehr langen und beschwerlichen Folge. Ich hoffe, wenigstens euch hat Spaß gemacht. Sind gefühlte 40 Grad hier drinnen. Timo, du hast da noch ein bisschen Sabber, mach das mal bitte weg. Vergesst die Glocke nicht! Ich werde diesen Gameboy einschrotten. Ich sag's dir, nächste Session spiele ich mit was anderem. Vorher egal mit was. Also, das nächste Mal kommt da in und dann sieht erstmal den Gameboy aus. Hallo, du hast es gehört. Das Ding ist kacke. Kernschrott. Tilly!